Kellerduell in Filzing. Der Vorletzte empfängt den Drittletzten. Ideale Voraussetzungen also, um von einem 6-Punkte-Spiel zu sprechen. Denn sowohl die Filzinger als auch die Gäste aus Bamberg brauchen im direkten Duell Punkte im Abstiegskampf. Allerdings gehen die zwei Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Spiel. Während die DJK im geboten Gelb seit Ende August auf einen Dreier wartet, beendete die Eintracht ihren Negativlauf mit einem Dreier unter der Woche in Burghausen. Damit hinein ins Spiel und besteigen ein mit einem Eckball für Filzing in der 8. Minute. Dieser fliegt in den Strafraum, Paul Grauschopf steigt am höchsten und nickt ein zur frühen Führung. 6. Saisontor für ihn. Und der Vizemeister der Vorsaison weiter im Vorwärtsgang. Jim Patrick Müller versucht es da mit einem frechen Heber, aber Benedikt Willert, der ja beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft in Burghausen ein Wahnsinnsspiel machte, ist aufmerksam. Das war aber auch die Basis für Bamberg, damit hier am Hutgarten nicht schon früh klare Verhältnisse herrschten. Denn auch wenig später musste der Keeper sein ganzes Können zeigen, als Jonas Goss nach einer guten Kombination vor ihm auftaucht. Im Anschluss an diese starke Willert-Tat fand Bamberg nach und nach besser in die Begegnung. Gute Chancen waren aber bis zur Pause nicht wirklich vorhanden. Filzing defensiv relativ souverän und in den letzten 10 Minuten vor dem Seitenwechsel ging der Spielfluss dann etwas verloren. Das sah vermutlich auch BFV-Präsident Christoph Kern so, der genau wie gut 600 weitere Zuschauer das Duell zwischen Filzing und Bamberg verfolgte. Damit hinein in Hälfte 2 und da zunächst wieder der Gastgeber. Goss setzt sich gut auf Außen durch, seine Hereingabe findet dann aber keinen Abnehmer. Dennoch eine erste gute Torannäherung der DJK. In der 54. Minute dann ein Freistoß für Bamberg aus aussichtsreicher Position. Aber die Ausführung exemplarisch für den bisherigen Auftritt der Eintracht, der einfach die Torgefahr fehlte. Filzing da schon zielstrebiger, so auch in der 71. Minute. Wieder hat der aktive Goss seine Füße im Spiel, er schickt Simon Sedlacek und der schließt dann richtig stark ab. Willert ohne Chance beim ersten Regionalligatreffer des 19-Jährigen. Was für ein schönes Tor zur Premiere. Das 2:0 fühlte sich dann schon fast wie die Entscheidung an, denn Bamberg wollte vor dem gegnerischen Kasten einfach nichts gelingen. Auch Tim Strasser, der sich da zuvor gut behauptet, verfehlt sein Ziel. Noch einmal ab auf die andere Seite, da wird Benedikt Fischer im Strafraum von Marco Schmidt zu Fall gebracht und es gibt kurz vor dem Ende nochmal Elfmeter für Filzing. Grauschopf tritt an, schnürt den Doppelpack und erhöht sein Torkonto auf 7 Treffer. Das 3:0 dann auch der Schlusspunkt, Filzing gelingt der Befreiungsschlag. Können wir heute kurz machen, war ein sehr wichtiges Spiel für uns, ein wichtiger Sieg und ich glaube auch in der Höhe hochverdient. Ich glaube, der Gegner kann sich heute freuen über 3 Tore, ohne viel Aufwand dafür betrieben zu haben. Bin mir sehr, sehr sicher, dass meine Mannschaft mit der Art und Weise irgendwann wieder Spiele gewinnt, weil wir es sehr, sehr ordentlich gemacht haben und ganz, ganz viel ja, auch dann Bälle hinter die Kette gespielt haben, Verlagerungsbälle gespielt haben, weil wir gewusst haben, dass es hier schwer ist, sich irgendwo wieder durchzukombinieren. Filzing beendet seine über 1,5 Monate andauernde Sieglosserie, zieht an Bamberg vorbei und klettert auf den Relegationsrang. Die Eintracht hingegen steht erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.